Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, ich nehme die Freude direkt vorweg. Heute gibt es leider nur ein kleines mehr oder weniger Update-Video. Update-Video im Sinne von ein bisschen mal erzählen, was momentan los ist, warum zum Beispiel letzte Woche aus meiner Sicht kein Video kam und ein paar neue Infos, ein paar Updates. Allgemein so, was momentan bei uns so abgeht, außerhalb der Videos, die vorproduziert sind. Also arg, ne, in der Hinsicht. Ja, genau. Ich rede nicht lange um den heißen Brei rum, ich hau direkt rein. Und ja, ich würde einfach mal sagen, warum momentan oftmals die Videos ausfallen, hauptsächlich aus meiner Sicht. Schlicht und ergreifend, kurzfristig gesagt, ich bin seit 1. August wieder in der Ausbildung, habe eine zweite Ausbildung angefangen. Ist jetzt nicht gerade das Stressigste, was mir das Leben irgendwie komplett zerbumst, aber ich habe oft, dass ich nach der Arbeit wirklich einfach nur müde bin und einfach nur platt und dann halt so denke, yo, okay, ich hau mich lieber ins Bett und versuche nicht auf Krampf ein Video aufzunehmen. Das ist nämlich der Punkt. Ich habe keinen Bock auf Krampf was aufzunehmen, das haben wir noch nie gemacht, das wollen wir nicht machen. Klar, ist scheiße, ist sowohl scheiße für den Algorithmus, ist sowohl scheiße für den YouTube-Algorithmus, bedeutet, unser Kanal wird dadurch ein bisschen. Aber egal, nichtsdestotrotz, unser Kanal steht immer noch im Vordergrund, der Spaß an der Freude. Und ja, deswegen habe ich oftmals einfach weder die Zeit bzw. die Lust bzw. die Lust auf Krampf irgendwas aufzunehmen. Das ist mit der Hauptpunkt. Aus Lorenz Sicht kommen momentan tatsächlich noch Videos. Es wird jetzt auch dieses Wochenende wieder ein Video kommen, danach weiß ich gerade gar nicht mehr. Ihr wisst Bescheid, Lorenz Internet zu Hause ist immer noch kritisch. Stand heute der 13.10. ist es leider immer noch nicht vorhanden bei denen. Grüße gehen da recht herzlich raus an alle Internettechniker, Telekom-Mitarbeiter dieser Welt. Ne? Nicht jeder ist gleich, aber ich denke mal, viele Leute kennen das Problem mit dem Internet in Deutschland. Aber ich denke, dazu wird auch nochmal ein kleines Update-Video auch nochmal rauskommen von ihm, also von seiner Seite aus. Wollte ich aber an der Stelle einfach nur mal erwähnt haben. So, dann direkt vorneweg Streams auf unserem Twitch-Kanal. Wir haben das ja momentan so gedeichselt. Ich habe ja hauptsächlich auf Twitch streame ich ja, also Lorenz streamt ja gar nicht. Gut, tatsächlich hauptsächlich wegen dem Internet. Aber wir haben auch schon gesagt, falls er mal streamen wollte, werden wir es vielleicht einfach so machen, dass ich auf Twitch und er auf YouTube streamt, was ja theoretisch gar nicht mal schlecht ist. Aber auch wieder Punkt Arbeit bzw. Ausbildung. Momentan die Streams sind für mich schwer einzuhalten. Oftmals einfach nur, weil ich kaputt bin oder auf der anderen Seite, weil dann spontan was dazwischen kommt, wie, okay, yo, einem Kumpel dabei noch helfen, was jetzt um Gottes Willen gar kein Problem ist und so, aber ich krieg's momentan nicht so gut hin zu streamen. Deswegen habe ich mir gedacht, die Streamzeiten, die ich mir geplant habe, ich guck gerade nochmal nach, ich bin mir nämlich bei der Uhrzeit immer unsicher, die Streamzeiten, die ich für den Twitch-Kanal oder allgemein den Stream-Ablauf, den ich geplant habe, ist Dienstag, 19 Uhr, Variety Day. Bedeutet, ich zocke, streame einfach das, worauf ich Bock habe. Egal was, egal in welches Genre, egal was, einfach vielleicht auch nur quatschen. Ganz egal, Yalla, Habibi, einfach rein, irgendwas streamen. 19 Uhr bis spontan, Open End, ich sag mal so, da es in der Woche ist und halt auch arbeiten muss, denke ich so, es wird so 22 bis 23 Uhr sein, paar Stündchen. Freitags habe ich ab 21 Uhr die Nerdy Night angesetzt. 21 Uhr, weil freitags arbeite ich zwar nur kurz, außer ich habe Schule, aber trotzdem habe ich dann auch kurz. Nichtsdestotrotz habe ich einfach keinen Bock, direkt nach der Arbeit oder der Schule streamen, weil ich dann noch ein bisschen platt bin. Das heißt, ich hau mich meistens eh nochmal ins Bett, glotz TikTok und penne dann meistens ein, was theoretisch gar nicht mal so schlau ist. Deswegen habe ich es auf 21 Uhr gesetzt. Das wird dann auch dann Late Night, also bis in die Nacht rein. Wie gesagt, 21 Uhr, Nerdy Night, da wird in 98% der Fällen werden wir dann da über nerdy Stuff quatschen. Allgemein, ob es jetzt Anime ist, ob es jetzt Comics sind, DC, Marvel. Egal was, momentan, klar, jetzt gerade schlechter Zeitpunkt, die ganzen Marvel-Serien. Wir werden mal versuchen, ich werde mir da die Mühe machen, mal alles rauszufiltern. Aus allen Serien, so das, was ich am interessantesten fand. Loki, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, What If, um Gottes Willen. Also allgemein die neuen Filme, eins mal reingucken, allgemein Spiele, auch in Richtung Spiele, ob es jetzt Star Wars ist, Star Wars auch, alles möglich, alles in dieses nerdy, geek-mäßige, sage ich mal. Wie gesagt, Anime, ich bin momentan viel am Naruto gucken tatsächlich und hab da Bock drüber zu quatschen. Maybe auch irgendwelche interessanten Theorien, in Bezug jetzt zum Beispiel auf Marvel, Theorien, Leaks, uns anzugucken, aufzustellen. Werde da wahrscheinlich auch versuchen, je nachdem,
Zum Beispiel, es kommen jetzt sehr viele neue Marvel-Spiele raus. Zum einen Spider-Man 3, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie der offizielle Titel gerade ist. Oder halt Logan, beziehungsweise Wolverine als Spiel. Werde ich safe spielen, keine Frage. Und auch mal sich was zu anzugucken, paar Videos mal anzugucken über Leaks, Theorien, wie das aufgebaut werden kann, was es für eine Story ist und. Einfach so einen ganzen Stuff. Über mögliche Themen, die in der Nerdy-Welt anfangen. So, und dann der dritte Streamtag, Sonntag, 15 Uhr, Story Sunday. Ja, das wird legit ab 15 Uhr, werde ich bis Open End, ich denke aber auch mal so eher gegen 18 Uhr jetzt vielleicht nicht. 19 Uhr rum werde ich da streamen, und zwar only Story Games. Ich habe so viele Story Games auf meiner PlayStation, auch auf dem PC, die ich noch nie angepackt habe, und ich habe mir fest vorgenommen, diese Spiele durchzuspielen, um mal anzugehen. Und deswegen Story Sunday bedeutet, damit ich da diese Story Games mal aus den Füßen bekomme, auch mal zu gucken, ne, einfach mal Story Games halt zocken. Das ist halt immer was Entspannendes, auf einen Sonntag vor allem. Und ja, das ist so der Streamplan, den ich mir überlegt habe. Da kann sich natürlich noch was verändern. Es kann was dazukommen, es kann sich die Zeiten ändern, es wird natürlich schon aktualisiert und so. Aber da momentan für mich das eher schwer ist, habe ich mir jetzt einfach ein Ultimatum gesetzt. Und zwar werde ich es ähnlich machen wie mit dem YouTube-Kanal. Ich werde auf Twitch Anfang nächsten Jahres zu 100% durchstarten. Da werde ich mich an diese Tage festhalten. Und dann wird es auch keine großartigen Ausreden mehr geben. Klar, ein Stream kann immer mal ausfallen, um Gottes Willen. Aber dass ich mal so einen Fixpunkt habe, weil dieses von 0 auf 100 jetzt einfach hier, okay, jetzt fange ich an durchzustarten, liegt mir nicht so tatsächlich. Ich brauche da schon so ein großes Ziel, sag ich mal. Und ist ein Neujahrsvorsatz, kann man sich so sagen, wie man will, bla bla bla, ne, hin und her. Und ja, wie gesagt, hat beim YouTube-Kanal ja auch wunderbar geklappt jetzt dieses Jahr, also insane, dazu sage ich auch gleich noch was. Genau, so, das zu Twitch. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf den YouTube-Kanal. Und zwar geht es darum, was momentan auf diesem YouTube-Kanal abgeht. Lawrence und ich beobachten das jetzt den letzten Monat extrem. Die Abo-Zahlen gehen momentan krass nach oben und wir sind absolut glücklich. Also wir haben täglich 2 bis 3 Abonnenten, was in unseren Augen insane ist. Da an der Stelle schon mal ein fettes Dank, genau wie allgemein die Videos. Momentan kommen die Videos vor allem ARK, das wissen wir selbst. ARK ist unser stärkstes Projekt auf dem Kanal halt einfach. Die Videos gehen durch die Decke, wenn ich hier sehe. Ein stinknormales Video, wo wir jetzt nicht drüber nachgedacht haben, ob das krass werden könnte. Innerhalb von nicht mal 5 Tagen, einfach 79 Aufrufe. Es ist so insane, wenn man im Vergleich manche anderen Videos sieht, die halt relativ wenig haben. Also ARK ist echt ein krasses Projekt, auch Herzensprojekt von uns natürlich. Wir freuen uns so hart auf nächstes Jahr, wenn es wieder weitergeht und dann auch komplett anders. Bedeutet halt nicht mehr vorproduzierten Scheiß, sage ich mal, sondern relativ Lifetime, sage ich mal. Also wir wissen noch nicht genau wie, aber wir werden immer so 2 Wochen vorproduzieren, also 4 Videos. Damit es ein bisschen up-to-date einfach ist. Und ja, wie gesagt, unsere Zahlen, die gehen momentan durch die Decke. Was ich immer noch am krassesten finde, unser erstes ARK-Video. Immer noch, was da abgeht, ich weiß gerade gar nicht, was gerade stand. Letztens hat es irgendwie 4000 irgendwas Aufrufe. Das Video ist in meinen Augen, wir verstehen es beide nicht, warum das so heftig durch die Decke geht. Wie gesagt, mega fettes Danke. Ich gucke gerade mal kurz, wie viel Aufrufe das genau hat. 4683 Aufrufe. Ja, und 94 Daumen nach oben. Also das ist für uns als so ein kleiner Kanal einfach nur fucking heftig. Und wie gesagt, an der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an alle, die sich das angucken. Wie gesagt, lasst gerne mal in den Kommentaren auch noch Vorschläge für andere Spiele da. Da komme ich nämlich jetzt auch nochmal drauf. Und zwar auch der Grund, warum viele Videos ausfallen, beziehungsweise wir beide, Lorenz und ich, momentan sehr Probleme haben mit Videos, liegt daran, momentan gibt es so gut wie, also für uns, keine Spiele, die wir aktiv spielen können, beziehungsweise wollen, die uns halt Spaß machen. Wir sind immer mal wieder Warzone zocken, wird vielleicht auch nochmal ein Video kommen, keine Frage, aber wir wollen nicht mehr so auf diese Videos schwitzen, wie wir es zum Beispiel zu Fortnite-Zeiten gemacht haben. Dass man auf Krampf aufnimmt und auf Krampf hofft, irgendwas zu machen. Macht einfach keinen Bock.
Ja, das ist momentan unser Problem. Und deswegen stelle ich jetzt mal eine Frage an die Community, die bis hierhin dieses Video gesehen hat. Könnt gerne mal einen Kommentar schreiben. Und zwar, habt ihr irgendwelche Spiele, die man mal spielen könnte? Beziehungsweise, was für Spiele interessieren euch? Also interessiert euch wirklich so Only Survival VR, heißt sowas ähnliches wie Rust. Oder dann zum Beispiel, wie heißt es nochmal? Scheiße. Raft, The Forest ist ja auch so ähnlich, so Spiele. Oder, das ist jetzt ein großer Punkt für mich persönlich, interessieren euch auch so MMOs, so New World, weil ich werde demnächst anfangen, New World zu spielen und bin momentan sehr zwiegespalten, ob ich das only streamen will oder ob ich vielleicht Videos daraus machen will. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob so etwas wie New World interessieren würde. Oder auch zum Beispiel Story Games. Einfach, dass man eine kleine Let's Play-Serie macht, im Prinzip sowas wie Far Cry 6 jetzt. Far Cry 3, für mich und Lorenz eines der geilsten Spiele. Far Cry 4 habe ich gar nicht gespielt. Far Cry 5, Lorenz durchgespielt, ich angespielt, auch ein saugeiles Spiel. Einfach, dass man vielleicht einen Let's Play startet. Also, das ist ja auch nichts, was man nicht gut vorproduzieren kann. Man könnte, sag ich mal, 4 Wochen vorproduzieren. Ist halt dann die Sache, ist dann wahrscheinlich ein Einzelprojekt von einem von uns. Ob es jetzt von mir ist oder vom Lorenz, ist ja erstmal scheißegal. Aber würden euch so Sachen auch interessieren, so Story-Games halt, als Video. Weil dann würde sich das natürlich gut mit dem Stream Sonntag, ne, würde halt so machen, würde halt den hier machen, so, ne, hier. Und man könnte es quasi einfach aus dem Stream uploaden. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch sowas interessieren würde. Ich hätte Bock dazu, glaube ich, so Story-Games auch mal hochzuladen. Aber so, auch so 20 Minuten Folgen, 20 Minuten Let's Play Folgen. Oder man sagt, man macht, also ich würde es als Beispiel, ich würde jetzt Far Cry 6 durchspielen, würde es komplett aufnehmen und würde einfach nur die funny Momente rausschneiden. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Klar, ein bisschen mehr Arbeit, aber das wäre jetzt für mich tatsächlich auch eine geile Variante. Aber wie gesagt, deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, inwiefern euch so Sachen interessieren würden. Würden euch Story Games interessieren und auch gerne dabei, ob es eher gecuttete Story Games sein sollen oder einfach wirklich Let's Play mäßig. Und ja, schreibt auch sonst gerne mal Games rein, Genre vor allem, nicht direkt feste Games, Genre, so MMOs, Story Games, Horror Games, möglicherweise Simulatoren, schreibt gerne mal rein, was ihr so potenziell auch gerne seht und was ihr vielleicht bei uns gerne sehen wolltet, was ihr euch vielleicht gut vorstellen könntet. Und ja, mehr will ich dazu eigentlich auch nicht sagen, das Video ist wahrscheinlich jetzt eh schon wieder zu lang, obwohl hält sich noch in Grenzen. Ich denke, das wird auch relativ als One-Taker hochgeladen werden, weil heute arbeiten und natürlich haben wir jetzt schon 15:15. Heißt, das Video kommt schon mindestens eine Viertelstunde zu spät und jetzt muss ich noch so ein bisschen schneiden und dann hochladen. Deswegen, sorry direkt dafür, dass das Video heute ein bisschen später kommt. Gott sei Dank kommt nochmal ein Video. Und ihr seid jetzt nochmal auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, kurz gefasst nochmal fetten Dank für momentan den Support auf dem Kanal. Also, das ist faszinierend, finden wir. Ne? Streamplan wird ab nächsten Jahr feststehen. Fakt. Werde ich mich nicht mehr rausreden können. Videos aus Lorenz Sicht mit Internet werden sich immer noch ein bisschen verspäten. Allgemein Videoideen, haut gerne Sachen in die Kommentare. Haut gerne Genre von Spielen in die Kommentare. Story Games oder. Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Würde uns auch interessieren, weil uns auch helfen würde, ein paar neue Spiele für den YouTube-Kanal zu finden. Und falls ihr euch für New World interessiert, schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr das lieber in einem Stream sehen würdet oder vielleicht in einem Zusammenschnitt. Oder vielleicht könnte ich mich natürlich auch dran setzen, so Tutorial-mäßig, so vom Noob zum Pro, so dass ich dann auf so verschiedene Sachen eingehen würde. Würde ich auch Bock dran haben, schreibt es deswegen gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt genug gelabert, 15 Minuten sind an der Stelle voll. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt, habt weiterhin noch einen schönen Abend. Freut euch auf die nächsten Videos, ich sage es mal so, die Arc-Videos werden auf jeden Fall ist momentan nur noch lustiger. Vertraut mir da, es ist momentan so die Zeit von den Vorproduzierten, wo wir endlich mal die Server-Einstellung geregelt hatten. Und ja, deswegen checkt gerne die Playlisten aus und ich würde sagen, wir hören, sehen oder riechen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Ciao.